Wir brauchen dafür Stöcker. Ups. Oi. Oi, 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 oi. Der kann hier raufkommen, ne? Dann müssen wir uns jetzt mit dem anlegen. Hä? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence und es wird so langsam hell, ihr seht vielleicht noch gar nicht, aber genau jetzt haben wir nämlich hier die 170, die 175 bald, dann können wir die nämlich ausmachen. Da geht er jetzt fast unter die 600, der war schon bei weit über 1000. Der ist die ganze Nacht durchgelaufen, ich habe nicht viel gemacht, ich habe die Taschen ausgeleert und hier das Ding gebraten, aber sonst eben nicht viel. Oh, da sind zwei Wölfe unterwegs, da hinten sehe ich. Ah ja. Wir wollten ja noch was umbauen hier, ne? Ich habe gerade mal geguckt, hier um die bessere Hose zu kriegen. Die kostet erstmal ein Seil. Und dann sind das hier noch vier von den gefütterten Stoff. Haben wir das jetzt? Ja. Haben wir das. Jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir da... War der... Wieso war der aus? Warum war der aus? Habe ich den ausgemacht? Na, wie auch immer. Was kosten die eigentlich? Lass mal gucken. Also hier die Hose. Das sollte nicht das Problem sein. Seil eigentlich auch nicht. Die haben wir ja an. Vier. Ich habe hier nichts, ne? Ich muss mal gucken. Ich habe hier noch diese zwei Püschelchen. Ich will mal gucken, was das kostet. Das war da. Drei, sechs, neun, zwölf Stück. Also zehn. Das wäre gar nicht verkehrt. Obwohl, den Pullover haben wir auch immer noch nicht, oder? Doch, den Pullover habe ich schon mal. Wäre natürlich gut, einen zweiten zu haben. Alles doppelt. Ja, da müssen wir so langsam auch mal wieder so ein bisschen weitermachen. Ne? Was Ausrüstung und Kleidung angeht. Wir hatten ja anfangs eine ganze Weile ziemlich Pech mit Baumwolle. Das hängt uns jetzt auch noch so ein bisschen nach. Aber vielleicht können wir so ein bisschen aufholen. Wir hatten ja letztens mal einmal gut Glück gehabt damit. So, wie sieht's aus hier? 600 war das. Ja, dann können wir loslegen jetzt. Hurra. Das war das und das und das und das. Auf geht's. Bumm. Und das dann aufwerten in beiden Stufen, dann denke ich mal, sollte der Kühlschrank betrieben werden können. Denn nun macht ja erst Sinn, den zu bauen, wenn wir den auch verwenden können. So, stellen wir das mal hin. Das kann ja schön daneben, dann stört sich nicht dran. So, ne? Da kommt nichts rein. Und was sagt der? Hier kommt auch nichts rein, weil kein Wind. Ach, es ist grausam hier. Eine blaue, das ist nicht das Problem. Eine blaue. Haben wir noch eine blaue? Ich glaube nicht, ne? Ah, ne. Kostet? Oh, wir haben hier gar nichts. Und keine Masse. Wir können nichts tun. Wir können nur warten. Wir lassen den mal laufen hier, damit wir das Ding aufgewertet kriegen. Ja, was machen wir jetzt? Ich könnte natürlich wieder dahin laufen und daran weiterbauen an meiner kleinen Bude da, ne? Könnte ich. Da müssen wir mal hier so was mitnehmen und dann noch mehr davon haben. So. So, Holz klopfen und dann dein Sommer das nochmal machen. Vielleicht kriegen wir noch mehr Obsidian. Ah, aber diesmal nehme ich mal das Jäckchen mit. Besser ist. Obwohl wir August haben. Ich denke mal, Wärmepacks brauche ich da nicht. Dann gehen wir da wieder hin. Ob da schon wieder ein neuer Puma ist, weiß ich nicht. Wie sieht's aus mit dem Essen? Ich habe da das noch. Muss mal die da hinlegen. Was brauchen wir denn da? Ich kann ja mal Nägel mitnehmen, denn da werden wir ja so viele nicht kriegen, ne? Lass mal, sag mal halbieren. Und sag mal halbieren. So, die nehmen wir mal mit. Dann baue ich da.
Mach mal noch zwei. Wenigstens schon mal so, dass da eine Kiste steht, eine vernünftige Plattform. Ja, und dann so ein Ofen, ne? Aber gut. Man kann so ein Feuer ja dann auch in die Kiste tun. Den machen wir nochmal ganz. Und dann los. Gar nicht mehr viel Zeit verlieren. Auf geht's. Komm. Bup, 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 bup. Ansonsten bin ich doch ernährungsmäßig gar nicht gut. Da müssen wir nochmal was essen. Hier, das will ich nach außen bauen noch, ne? Ja. Was wollte ich hier? Ach, da haben wir gar keine. Ja, dann lass. Komm. Ist ja und jetzt. Kommen wir da vorbei. Sieht nicht so gut aus. Da ist hier der Isegrim. Isegrimmelchen. Ah, der hat uns aber nicht auf dem Kieker, ne? Ne. Ich muss aber Holz klopfen, ne? Das ist klar. Habe ich Anzünder auch nicht, ne? Ja, ich habe alles ausgeladen. Dann müssen wir hier auf jeden Fall hiervon noch kriegen, um Anzünder zu machen. Das habe ich jetzt vergessen. Ich gehe jetzt aber nicht mehr zurück. Weil die Zeit... Da ist echt immer ein Wettrennen mit der Zeit hier. Das sind doch richtige, ja. Ich glaube, 15 oder so brauchen wir. Oder vielleicht finde ich ja auch irgendwo so ein Öl in der Tasche oder so. Dann kann man nämlich demnächst mal da ein, zwei Übernachtungen bleiben und dann natürlich auch Obsidian einiges holen. Da müssen wir gucken, dass wir im Herbst noch ordentlich tauchen gehen, um noch ein paar von den Perlen raufzuholen. Und um Lithium kann man sich ja auch im Winter kümmern. Ah, ziemlich forsch unterwegs bin ich. Also rennen, nicht so aufpassen, ob da irgendwo ein Wolf oder Bär ist. Das ist natürlich auch dann schnell mal in eine brenzliche Situation umgeschwappt. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass wir natürlich noch einiges an Holz brauchen. Also wenn ich da hingehe und schaffe das dann, dass da vielleicht so eine Plattform ist aus 4 Plattformen, vielleicht sogar noch eine Kiste drauf, oder drei Plattformen mit einer Kiste drauf. Lieber eine Zwiebel als Samen. Wo ist sie denn? Ach da, natürlich Samen. So, ich meine, ich hätte da oben gerade auch was gesehen. Hier. Das ist ein Elch, ne? Oh, da ist aber auch ein Wolf. Na, mit dem Elch habe ich jetzt nichts vor. Wir haben andere Pläne. Ich lasse mich jetzt auch nicht von den Erzbrocken da so ablenken, ne? Damit wir das noch hinkriegen. Ich will also alles so das Standarderz hier, wie Eisen, Kupfer, haben wir ja einigermaßen. Also das können wir jetzt ein bisschen vernachlässigen. Das ist nicht viel. Also wenn ich zwei Plattformen noch machen wollte, bräuchte ich noch Bretter. Nochmal 5. Und dann eine Kiste kostet, glaube ich, auch 5 Bretter, ne? Also. Und ich fürchte fast, dass wir uns nochmal mit dem Puma anlegen, dass das schon wieder neuer ist. Aber ich weiß nicht, ob so nach einem Tag da gleich schon wieder neuer ist. Na, Elch, du? Ein andermal. Dann spiele ich wieder mit dir. Jetzt habe ich da keine Zeit für. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Pass auf, lass mich schon mal. 1, 2.
2, 3, 4, 5. So. Also wenn du mir vor den Füßen läufst, sammle ich dich ein. Nicht? Glaub mal. Da hätte ich einen Snack nachher. Das sind neue Bäume hier, ne? Die sind noch nicht so lang im Spiel. Hoffentlich finde ich das auch so leicht wieder. Wir haben ja da auch noch keine Markierung, ne? Das kommt erst später, wenn ich da eine BKE gesetzt habe. Also da mache ich auf jeden Fall eine Base hin, allein schon wegen dem Obsidian, ne? Aufpassen. Bisschen unübersichtlich hier alles. Ich gehe genau nach Süden. Ich habe es gehört. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur gehört. Wie gehe ich denn am besten? Gehen wir hier unten lang. Ausdauer sieht gut aus. Wo ist er denn? Da oben irgendwo, ne? Da. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich hier bin. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell aus Sagen. Da ist der andere Tümpel schon. Wir müssen jetzt gucken, dass wir doch weiter nach Süden abbiegen. Oh je. Nimm mit. Yep. Sind wir hier nicht vorhin auch lang gekommen? Also vorhin. Für euch vorgestern, für mich vorhin. Wäre möglich, ne? Ah, hier ist wieder die Höhle. Alles klar, hier sind wir doch durch. Oder? Ist sie doch, ne? Nee. Oder doch? Da ist Wasser. Ich habe was gehört. Wir drehen um. Die Kiste nehmen wir aber mit. Puh, jetzt habe ich mich so ein bisschen verfranst. Das könnte jetzt in einem Desaster enden, dass ich das gar nicht finde und wir frustriert wieder nach Hause müssen. War aber ein bisschen zu schnell, aber noch gebe ich nicht auf. Ja, 20 machen wir nochmal 5. Geht das? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal 5. Dann, ich möchte gerne setzen. Oh, oh, ist ein Wolf. 3 Plattformen noch und eine Kiste. Das wäre schon echt eine gute Basis da. Oh, nervt doch nicht. Sind wir da in der Gegend schon? Ist das da hinten? Guck mal hier. Jetzt müssten wir genug haben, um so einen... Ach, guck mal, wir haben ja sogar schon einen. Also, einen können wir auf jeden Fall machen, ne? Einen Anzünder. Das müsste doch da, müssten das doch die Gemäuer sein, oder? Wenn man da mal Wände stehen hat, dann sieht man die Hütte auch besser nachher, ne? Das sind doch die Felsen da, oder nicht? So, aufgepasst. Tasche. Ja, fast Mittag. Ich lausche. Ne, ist doch die Gegend hier, oder? Lass mich noch mal ein bisschen Holz kloppen. Nützt ja nichts.
18 Grad, schön warm. Da ist doch die Plattform, ich sehe sie schon, ganz links im Bild. Ja, sicher. Habe ich doch gut gemacht. Ja, so ein bisschen Orientierungssinn habe ich. Aber manchmal bin ich dann doch auch verwirrt. Da ist natürlich schon wieder so ein blöder Wolf unterwegs. Aber vielleicht holen wir uns den. Muss ja auch was essen, ne? Irgendwann. So, pass auf. Drei Stück. Und wir brauchen natürlich auch Brennholz dann. Ja, ja. So, jetzt gucken wir, dass wir da hinkommen. Da ist noch so ein Madenbaum. Ach, hier waren wir schon. Wo ist der Wolf? Ach, guck mal hier. Hopp. Okay. Ja, den werden wir wohl essen. Ich meine, ich hätte da was gehört gerade. Das könnte sowohl ein Puma gewesen sein, wie auch Bienen. Hopp. So, guck mal, der lebt sogar noch. So, ne? Und die würde ich dann doch hier so dran machen. Kann er nicht schnappen? Du musst doch hier dran schnappen können. Guck mal. Ja, genau so. Ich habe das schon wieder gemacht. Ne, auf die 8 gedrückt. Das ist, weil ich in 7 Days bei der 8 immer das habe, was ich gerade so an Handwerkszeug habe. Guck mal, Jacke braucht man wahrscheinlich gar nicht. So, jetzt möchte ich nämlich machen eine Kiste. Dann kann man schon mal so ein paar Sachen hier lassen. Siehste. Ja, viel mehr wollte ich heute gar nicht schaffen. Das Feuer würden wir eventuell in die Kiste packen. Warte mal, das hat er mitgenommen. Aber wenn ich das in die Kiste packe, ich das aufsammle, dann kann ich ja gar nicht mehr aufsammeln. Kann ich höchstens wegnehmen. Naja, gut. So, Kiste. Stellen wir so lange hier hin. Boah. Immer wenn du Blumen machst, dann habe ich die falsche Taste erwischt. Gut, dass ich gesund bin. Sonst wird das jedes Mal so ein... Pass auf, das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Das. 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 Puh. Ja. Das kann man mal hier lassen. Aber nicht alle. Na? Die auf jeden Fall. Das könnten Anzünder sein. Ja. So. Hat gut geklappt. Jetzt drehe ich hier eine Runde und versuche hier Obsidian zu kriegen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann ist hier die erste Stationsgrundlage gesetzt. Aber jetzt ist hier kein Obsidian. Das ist ja vielleicht eine Kacke, ne? Gibt's hier noch was? Uwe, sag mal, wo ist... Ah, da, ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Ja, ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Ja gut, dann musst du halt dran glauben.
Nur nicht, dass jetzt Wolf und Puma so gleichzeitig kommen. Das wäre ziemlich AA. So, was habe ich an Pfeilen? 8 Stück. Oh nein! Mein Essen! Ja, passt doch gut. Ja, komm, dann machen wir die schnelle Methode nochmal. Ist vergammelt. Was war das noch? Ach, das war die... die Leber, ne? Ärgerlich. Echt ärgerlich. Ach ja. Ach, jetzt habe ich... Moment. Deswegen haben wir das doch gemacht. Wenn das jetzt weggespawnt ist hier, dann werde ich aber... So. Nee. Obwohl, ich brauche auch Holz. H1. Wenn wir uns jetzt nicht mehr lange aufhalten, nach Hause flitzen, kommen wir auch noch im Hellen an, oder? Beim nächsten Mal, wenn ich dann so mal einen Ofen mitnehmen würde und wir die ersten Wände machen, sodass nicht eventuell ein Bär oder ein Puma so mit da drauf kann, dann könnte man hier schön gemütlich auch mal eine Nacht verbringen. Hm, ist nichts für hier lassen? Eigentlich nicht. Ich mache aber mal... Feuer an. Ein bisschen bleibt das ja noch am Leben. Anzünder? Ach, Anzünder habe ich noch keinen gemacht. Oh je, was brauchen wir dafür? Schnell. Wir brauchen dafür Stöcker. Ups. Oi. Der kann hier raufkommen, ne? Dann müssen wir uns jetzt mit dem anlegen. Hä? Gefährlich. Das ist jetzt doof. Ich dachte, der kommt jetzt hier hin. Da, jetzt. Der hat mich aber schon wieder vergessen. Ui, da muss ich mich aber beeilen. Uiuiuiuiui. Puh. Nein, so nicht so, nicht so, so. Deswegen müssen hier Wände hin. War klar, dass der hier raufkommen kann. Das war das, was ich meinte. So, pass auf. Oh. Anzünder. Jetzt ist natürlich die Zeit wieder spät, ne? Oh. Ich kann auch zu Hause kochen. Ja, ich koche zu Hause. Pass auf, hier Hände waschen. So. Und was lassen wir hier? Das Holz lasse ich hier. Da habe ich ein bisschen was davon. Das brauche ich nicht unbedingt, oder? Ja, lass mal zwei hier. Die noch. Nee, die brauchen wir hier nicht. Ja, ab geht's. Jetzt können wir wieder so hetzen. Obwohl, ich glaube, wir sind ein bisschen besser dran als gestern. Jetzt habe ich das voll gemacht. Naja. Auf geht's. Wir haben ja wenigstens einen Obsidian. Vielleicht finden wir jetzt auf dem Nachhauseweg nochmal was. Es gibt halt wieder so ein Nachhausegehetze, ne? Guck mal, den können wir nochmal eben hauen, ne? Dann würde ich nämlich gucken, dass wir so demnächst hier mal, wenn wir das noch ein bisschen ausgebaut... Da sind doch die Bienen, guck mal! Sollen wir die noch mitnehmen? Oder dann wird es wieder spät, ne?
Ich hab doch das Zeug mit. Ja, sicher. Müssen wir nur aufpassen, dass uns der Wolf nicht erwischt dabei. Ich hab das nämlich mal gehabt. Da war ich gerade dabei, die Bienen abzukloppen. Plötzlich steht der Wolf neben mir und beißt mir in den Arsch. Da bin ich gestorben dran. War das nicht in dem Hardcore sogar? Ich glaube schon, ne? So, wie nah ist denn der Wolf? Kann der uns in die Quere kommen, während ich hier mich mit den Bienen beschäftige? Könnte, ne? Ich sehe ihn nicht. Da hinten ist er. Ja, das müsste aber noch gehen. Pass auf, dann nehmen wir hier den in die Hand. Benutzen, auf geht's. Wolf in die Augen behalten. Und gleich nicht dem Wolf in die Arme laufen. So. Auf geht's. Da ist ein Wildschwein. Wildschwein und Honig verträgt sich gut. Laufen. Sollen wir natürlich hoffen, dass das Bienenmittel lang genug hält. Ich bin ja mal sogar ins Wasser gesprungen, da kamen die Bienen sogar im Wasser hinterher, ne? Die hatte ich dann unter Wasser, die Bienen, Taucherbienen, also da war ich erstaunt. Das ist nicht in Ordnung, da muss er was machen. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Ich habe immer noch die Bienen hier. Wo bin ich denn hier eigentlich? Mir geht auch die Ausdauer langsam zur Neige. Was gar nicht gut ist. Ah, diesmal haben wir diese Hochebene wohl erreicht, die ich meinte. Ah ne, da vorne sind die Osagen, oder? Muss ja. Ich habe immer noch die Bienen am Hintern. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Wow. So. Und ich hatte dann im Wasser die Bienen. Diesmal aber nicht. Hat er das vielleicht nachgebessert? Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht am Rand irgendein Vieh haben. Weggetaucht. Ja, diesmal hat das funktioniert. Obwohl, ich könnte mir schon vorstellen, dass man nicht zu schnell wieder auftauchen darf, dann sind die noch da, ne? So, das Bienenmittel hält aber noch. Das hält recht lange, ne? Oh, war aufregend. Und da wir so gehetzt worden sind von den Bienen, haben wir jetzt sogar noch Tageslicht. Ist ja schicki. Da ist ein Wolfi. Vier Plattformen. Da mache ich dann da hinten Wände mit Tür. Noch einen Zugang mit der Treppe oder sowas. Und dann kann man da, wenn nochmal so der Puma da ankommt... Sollen wir mal gucken, wo denn der Wolf ist hier. Den wollen wir jetzt nicht mitnehmen, ne? Gehen wir da rum. Es wird nämlich jetzt gleich dunkel, also. Was ist hier so am Strand los? Da ist eine Kiste los. Sonst nichts. Trautes Heim, Schock muss sein. Naja. Ich habe gar nicht geguckt. Vier Seen diesmal. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Seen wir gekriegt haben. Hopp. Schwupp. Ofen sogar noch an. Holz rein. Ja, besser als nichts. Leider, leider. Guck mal, was wir hier zu futtern haben. Ah ja. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, prima.
Und hier 1200 und 200 Masse. Alter, aber das ist doch kein Problem. 15, 10 Bretter, das ist doch alles kein Ding. Da kommt der Kühlschrank. Kommt der dahin? Eigentlich nicht, da kommt der Herd hin. Eigentlich kommt der dahin. Da muss ich den wegpacken. Muss ich mal gucken. Oder die hier stelle ich dann hier neben. Ja, so wird es wohl werden. Muss ich was trinken? Oh ja. So. So. Erstmal die. So, ausladen. Was haben wir denn noch hier? Das. Da haben wir einen Anzünder gemacht und nicht da gelassen. Das war schlau, ne? Ja, so bin ich. Naja. Aber das sieht doch schon mal ganz prima aus hier mit den 30. So. Ach, wir wollten doch erst. Nee, wir wollten doch erst aufwerten oben. Jetzt erinnere ich mich. Ja, das müssen wir auch erst machen. Also wird das doch noch ein bisschen länger dauern mit dem Kühlschrank. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen, das noch vor dem Winter hinzukriegen. Dass wir den Kühlschrank anstehen haben. Boah, hier sammeln sich aber auch die Samen, ne? So. Was kann noch hier rein? Die Jacke packen wir wieder zurück erstmal. Dann haben wir ja noch den Honig. Oh, jetzt ist es richtig dunkel. Honig, Honig. Guck mal, wir haben schon 16 Honig. Später beim Kochen wird das interessant. So, den Anzünder packen wir dann hier rein. Nee, pass mal auf den Anzünder. Den packen wir hier rein. Und dann ist gut. So, da müssen wir zwei Patronen rüberpacken. So, was fehlt hier? Ach, da habe ich immer das Insektenzeug drin gehabt. Naja, könnte man auch mal bald machen dann wieder. So, ja, das geht mir sonst kaputt. Dann. Oh, guck mal, ich muss was essen. Rehchen angeschlagen, ist wohl gejagt worden. Guck mal, dann lass die auch mal gleich machen hier. Die kann ich noch eben fertig braten. So, ist vorbei. Tag ist um. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, abonniert den Kanal, wenn noch nicht gemacht. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, bye bye und tschüssi.